Oh. Ja. Nein, wo schlafen die Bienen? Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ja, meinst du? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Da ist irgendwas. Okay. Das Problem ist, wenn ich mich jetzt umdrehe und ziele, dann verkacke ich direkt wieder. Wow. Ja. Exakt. Ich glaube, wenn ich flüchten will, ne? Oh, 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 oh. Die Horse. Ja, sicher. Oh shit, hätte ich nicht schießen dürfen? Hätte ich einfach so flüchten sollen? Oh, Alter. Schön in die Explosion reingelaufen, ey. Ja, alles wieder ruhig, als wäre nichts geschehen. So super sind die Soldaten jetzt auch nicht. Toll, toll, wo müssen wir ganz hin? Da hinten, okay. Ich rufe am besten Detlef. Detlef! Hinter uns. Hallo, Detlef. Gut, dass du dich teleportieren kannst. Jetzt habe ich den scheiß Baumplan nicht mehr besorgt. Das ist natürlich ärgerlich. Aber vielleicht kann ich da später nochmal rein. Je nachdem. Schauen. Ja, was war das für ein Ding, ey? War das ein Metal Gear? This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Oh. Alright. Oder war das... Jetzt habe ich die Sniper nicht mehr, ne? Scheiße. Ich habe keinen Schalldämpfer. A support helicopter has arrived. Analysis complete. Okay, hier haben beide nichts drauf. Ah, hier haben wir einen Kollegen. Analysis complete. Der hat auch nichts drauf. Aber ich habe keinen Schalldämpfer. Also immer so, der Bonus für die Raketen ist eh weg, ne? Oder ich renne jetzt durch. Ha, springe ich die alle in die Luft oder renne ich durch? Ha. Ich weiß ja nicht, was soll ich machen? Wieso gibt es einen Raketenwerfer, der Menschen als Ziel erfasst? Boom! War das übertrieben? Du schmeißt den jetzt weg. Galakula. Na, du möchtest du bestimmt. Na? Au, au! So. Es kam gar kein Geräusch, dass wir den eingenommen haben. Gibt's da noch einen? Haha. Nicht unbedingt elegant, aber effizient. Oh, her mit dem Krempel. Ja, war das ein Metal Gear oder? Das sah nämlich so aus wie irgendwie so eine Steinhand oder sowas. Dass dieses Psychokind da irgendwie einen riesigen hat. Einen Golem oder so einen Scheiß da beschworen hat. Voll crazy shit, ey. Wie soll man denn gegen sowas kämpfen? Ah, das ist Pequod. Hallo Pequod. Jetzt muss ich helfen können. Komm mal da runter. Wenn ich dir einen verpassen kann, dann kannst du nach. Kannst du direkt salutieren. Okay. Du mir das befiehlst. Ich krieg noch ein Blümchen für außen, was? So. Schön. Aha, ja, bla bla bla. Jo, das fährt uns auch mit. Ziel erreicht. Ja. Extraction arrived at Mother Base. Okay. Development project has been added. Karton, Stadt. Ah, das ärgert mich ein bisschen mit dem Bauplan.
Beziehungslevel zu D-Horse. Was? Komm, nimm Dober an Rang B. Ja, besser als Chick. Auf jeden Fall. Ja, wir hätten die Rakete uns vielleicht auch sparen können. Hätte ich gewusst, dass die Leute da weg sind, hätte ich es vielleicht drauf ankommen lassen. Dass wir da so schnell aus dem Nebel raus sind. Aber ich hätte die nicht alle bekämpfen können. Das wäre ja voll die Selbstmordaktion da gewesen, sobald du dich umdrehst. Haben die hier direkt eingekesselt, die Viecher. Ja, Kojima, ich weiß. Ich glaube, der hat irgendwie Verlustängste, dass es sein letztes Spiel sein könnte, in dem er sich mit Konami verkracht hat. Deswegen steht alle 5 Meter sein Name. They attacked the Soviets too. And that Grim Reaper lookalike in charge of them. That giant thing that carried him off. What the hell are they? Cypher. And what do they want? What's their objective? Why Afghanistan? What happened to the Hamid? Exactly. Whole squads of hardened Mujahideen killed without a fight, and no trace of BC weaponry. What does it all mean? That's what we're here to find out. Yeah, right. If we really need to know, the truth will reveal itself. Even if it's ugly. Ja, klasse, Cypher. Aha. Belohnungen, Kassette, alles klar. Emblemteil von Dobermann, schön. Boss, I'm creating a new intel team to support you in our areas of operation. Ah, super. Members of this team will head out into the field and conduct reconnaissance. Knowing the strength of an enemy force beforehand will help you carry out missions more smoothly. We may also learn something about the skull-faced man. So boss, that brings me to assigning staff to the intel team. There might be guys already assigned to other teams who are more suited to the intel team. Go ahead and reassign them as you see fit. Ja, Autofit. Was sonst? Ja, bla bla bla. Haben wir die jetzt alle bekommen? Nur in dieser einen Mission oder was? Wenn der Feind sie entdeckt und einen Alarm gibt, sollten sie sich sofort in Deckung begeben und sich vor dem Angriff schützen. Wenn sie glauben, sich wehren zu können, tun sie es. Allerdings sollten sie auch günstige Gelegenheiten nutzen, um sich vom Außenposten zu entfernen. Der Feind wird sie in diesem Fall nicht weit verfolgen. Wenn der Feind sie aus den Augen verloren hat, können sie sich auch in einem Müllcontainer oder einer Toilette verstecken, bis die Alarmstufe wieder gesenkt wird. Aha, interessant. Side ops list updated. Boss, we've had some new job offers come in. Updated. I've selected the ones I'd like you to handle and added them to the list. Take a look on your iDroid. The more missions you complete, the more we can expand Mother Base. Ja, ich habe die Erweiterung immer noch nicht gesehen jetzt. Ups, Tagesbonus. Ja. Wip, wip. Missionsliste, so. Oh Gott. Oh, ist das ein neues Gebiet? Roter Stab. Hä? Okay, Norden von Kabul. Ist immer noch Norden von Kabul. Meine ich das nur? Nee. Achso, nee, ist kein neues Gebiet. Unten ist die Relay Station. Unterstützung. Engel mit gebrochenen Flügeln. Nee. Ja. Ist auf jeden Fall immer noch dasselbe Gebiet. Und na, das finde ich ein bisschen langsam. Bin ich die Optik überdrüssig, wenn ich ehrlich bin. Das verschwundene Schaf kann mich. Motherbase Soldaten. Was? Meine Soldaten? Unglückshund. Aha, hochqualifizierter Gefangener. Zielübung, Entwicklungsplattform. Ah, das könnte interessant sein. Her, Mother Base. Entwicklung. Ja, genau. So, einmal gucken. Tagesbonus. GMP. Ja, natürlich. Nehme ich gerne. So, Personalverwaltung. Autozuweisung. Ja! Staff assigned. Siehste. Unit function added.
Development project has been added. Siehste, geht doch. So, was können wir noch machen hier? Waffengegenstände. Please specify a project. Riot MP. Die so gut ist. Sehr hohe Feuerrate. Weniger Reichweite. Aha. Schalldämpfer. Okay. Will ich anstelle meiner Pistole oder wäre das? Na. Zum Verschießen von Gummikugeln. Aha. Ja, ich glaube, das wäre anstelle der Pistole dann, ne? Können wir mal gucken. Wir entwickeln die mal. Right, ist ja cool. Oh, okay, jo. Ungeil. Ungeil. Ein Scharfschützengewehr haben wir. Hätten wir Fangkäfig. Toll. Okay, ich brauchte ja so nur legen und dann kommen da Tiere rein. Ich finde das ein bisschen scheiße. Waldtarn, Roterdetarn, Stadttarn. Ich finde scharfe Tussitarn aber geiler. Nachtsichtgerät. Aha. Ha. Brauche ich das bisher noch nicht, ne? Kann hier mal gucken. Wu-Piste. Okay, Entwicklungsteam 30. Da ist ja noch ein bisschen hin. Die hier 12. Die könnte man bald bauen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht. Ich meine, Leute zu retten ist natürlich, wenn die Fähigkeiten haben, sinniger, wenn man die K.O. schießt, ne? Zur Not. So, was gibt's sonst? So riesig fette Waffen wie Raketenwerfer, Panzerfäuste, so finde ich eigentlich immer. Ja, man hat immer nur wenig Schuss für gewöhnlich und dann. Dafür brauchen die aber einen ganzen Platz von einer anderen Waffe, ne? Und klar, wenn da 10 Leute auf einem Platz, auf einem Feld hängen oder was, kann ich die mit einem Schuss kalt machen, aber, ne? Und wann kommt das schon mal vor? Muss man ja auch mal sagen. Selbst wenn ich da vorsätzlich was in die Luft springe, selbst dann kommen mir nur ein, zwei Leute dahin. So, sollen wir zum Motherbase fliegen? Ah, hier steht es dick und breit. Das habe ich letztes Mal, glaube ich, sogar übersehen. Ah, mal gucken, wie es da jetzt aussieht. Könnte man eine Runde duschen, ne? Oh, guck mal, eine zweite. Oh! Guck mal, sogar zwei Landeplattformen und ein riesiger Steg. Right, hoffentlich gibt es da eine Dusche. Ansonsten stampfe ich das Ding wieder ein. Kann ja nicht sein. Ich will verdammt nochmal, dass mein verdammter Hund da jetzt auf mich wartet. Der braucht noch einen Namen. Ich finde, Didi ist ein Scheißname. Wie kann man ihn denn nennen? Nur ein Auge. Monodog oder sowas? Ah, er ist da. Again. Gay. You see that in the movies? That's an automatic. Don't bother trying to dampen the recoil. You do that with a revolver. We diamond dogs are now a force to be reckoned with. We've got the world's attention. We're not some tribal militia. So don't act like one. You will learn how a real soldier fights. You will forget everything Hollywood taught you. And if I catch you doing something else, you'll know it. Engravings give you no tactical advantage whatsoever. That was some fancy shooting. Pretty good. Hat ihm die Waffe gezockt. So, das ist also unsere Research
Und die Development-Plattform. Sieht genauso aus wie unsere normale Plattform. Ist das da hinten? Ah, das da hinten ist die. Sind wir... Wir haben Auto... Ach ja. Wieso habe ich Landesunterhalt ausgewählt? Wahrscheinlich fürs nächste Mal kann man da hinten direkt landen. Aber jetzt denke ich mal, war das... Ging es erstmal darum, körperlich und geistig erfrischt zu sein. Nein, jetzt ging es erstmal darum, die Sequenz zu triggern, denke ich mal. Boss, welcome home. So, der ist für dich. Gerne. Ja. Junge. So. Voll die scheiß Straße hier. Und dafür habe ich jetzt die ganze Blumen gesammelt und Kartons, dass ihr hier 4 Kilometer Brücke bauen könnt zu meiner anderen Plattform. Hättest du die nicht drauf bauen können oder so. Das wird wohl ziemlich groß werden hier. Auf Dauer. La 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 la. Ach ja, so ein bisschen Musik wäre nicht schlecht, ne? Da wollt die GEMA wieder rum. Hier, der Kran bewegt sich. Yeah! Geiler Kran. Okay. Hier kann ich jetzt also was machen. Auf jeden Fall nicht vernünftig bremsen. Die Schilder kennen wir. Ja, gerne. Moral hat sich erhöht. So muss das sein. Da hinten kann ich schießen, glaube ich. Was ist das hier? Eine Dusche? Erstmal duschen, überall. Ja, ich würde gerne dahin, wo dieses Dings dahin zeigt. Hä? Kann ich das Rohr hochklettern? Tatsächlich. Aha. Mach ich mal. Schauen. Na toll. Wer ist mit einer Treppe? Wäre das nicht ein guter Shortcut? Ah, alright. Ja, schön hier. Komme ich da hin zur Hölle? Kann man das nicht noch komplizierter bauen? Hier hat jemand gehustet. Ich muss eben medizinische Hilfe leisten. Wo ist er? Boss. Vic Medi-Knight. So. Boss. Boss. Hier geht's auch nicht weiter. Was soll dieses scheiß Logo denn da sagen? Trainieren. Ja. Und eine Dusche gibt's ja auch, so wie es aussieht. Was ist denn mit dem Architekten von dem Ding hier los? Ja. Herr Horb. Gerne. Schön, dass Sie sich immer brav bedanken. Wir sind irgendwie auf der falschen Hälfte dieser Plattform. Bam. Nein. Hier sowieso nicht. Kann ich mit dem Ding hier fahren? Offensichtlich nicht. Da ist die Dusche. Ja, man kann tatsächlich auch duschen. Halte mal dein Maul. Boss, Boss, Boss. Da ist Schießtraining, okay. Ist doch hier hoch, oder was? War ich hier nicht gerade oben? Sieht irgendwie alles gleich aus. Lustige Quietschgeräusche beim Laufen. Hier war ich doch. Was
ist denn das hier für ein Scheiß? Ich will nur ballern. Könnt ihr nicht einen zentralen Treppenaufgang machen, ihr Noobs? Na toll. So, da ist hier alles. Finde ich ja schon wieder super jetzt. Der Chef findet seine eigene Schießtrainingsplätze nicht hier. Was ist denn das, ein Wurf? Mann. Kann man hier nicht irgendwie rumsuchen. Da. So, da war ich gerade hoch. Oben. Mein Gott. So, verwirrend hier. Da, so, da. Hä, ganz hoch? Was? Was im Kreis? Komm, war das die ganze Zeit schon hier? Ach, das ist mein Auto. Okay, darum. Was? Mein Gott, überall sind Treppen. Da rennt einer rum, der will mir nicht verraten, wie ich da hinkomme. Der Schiss aufs Maul zu bekommen. Na, über den Kran? Nein. Ja, dann gibt's kein Schießtraining, ist mir egal. Ihr Fotzen. Wenn ich will, der hat schon. Könnte es irgendwie von. Ach, warte mal. La 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 la, Nebenoperation. La 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 la. Marker placed. Okay. So. Jetzt habe ich da einen Wegpunkt auf dem anderen Punkt. Das wird mir mit Sicherheit helfen. Vielleicht so ein bisschen bis gar nicht. So ein bisschen bis gar nicht. Komm, quietsche ich da hoch. Okay, das Rohr bringt mich nicht weiter. Das Rohr da bringt mich auch nicht weiter. What's up? Halt die Fresse! Jetzt bedank dich. Hier geht's hier weiter. War ich hier nicht auch schon? Ja. Nee, geht's auch nicht weiter, oder? Rohr. Alter! Spider Snake! Spider Snake! Was? Was mit hinstellen? Ah, siehste. Ja, schön. Ich hätte ja vielleicht einen zentralen Treppenaufgang in jedes Stockwerk gemacht. Dann bräuchte man nämlich genau das nicht machen. War ich hier nicht auch schon? Kommt mir alles bekannt vor. Dann sieht ja auch alles gleich aus. Ja, hier der Kollege ist da oben. Immer noch. Oh, Mann. Dann nicht fertig, ey. Kann hier denn alles gleich aussehen? Ah, hübsche Brücke. Ey, ich spring dich in den Tod, weißt du wohl. Geht doch nicht. Ah, okay. Hier geht's noch weiter. Ja, aus dem Weg. Boss, that puppy you saved, he's family now. Natürlich ist er das. Weniger, ja, wäre auch nicht erträglich. Du musst das Papi lieben. Schön, wenigstens das klappt. Natürlich, ganz oben. Und hier ist noch irgendwie so ein Loch. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, nein. Ah, hier, siehste. Ist also nicht tödlich. Okay. Genau. Komisch, dass wir da nicht zwei Waffen tragen können. Sondern nur unser Arm als Waffe dient. Oder zählt. Ob ich auch mit einem Schuss umnietet oder ob ich da. Ah, ich weiß noch nicht. Wir haben es geschafft! Yay! Okay, machen wir das. So. Ziel zerstört. Boah, hinter uns.
Muss ich im Ernst jetzt hier über die ganze Plattform rennen oder was? Hä? Ist das dämlich oder was? Okay, es hat also gereicht, sehr gut. Tatsächlich, ey, wir müssen jetzt Plattform hier abrennen, ey, das gibt's doch nicht. Da unten liegt was, ich will das haben. Hier ist unser Mörser. Oh, no! Trottel, hoch mit dir. Hoch? Was? Junge. Ich scheiße aufs Training, ich kann nicht die ganze Plattform hier abrennen. So, was lag denn hier? Oh, ah, falscher Knopf, falscher Knopf. Schön. So was lässt man hier einfach rumliegen, ne? Wie man mit meinem Geld hier umgeht, ey. Okay. Noch einer. Bam, bam. Mehr Ziele, 35 Ziele. Toll. Na. Ich weiß jetzt schon, dass ich sie nicht finde und ich werde garantiert auch nicht danach suchen. Also, um die Aufgabe zu erledigen. Ups, dachte, der rutscht jetzt runter. Gerne. Dich tötet über alles. Hm. Muss ich das verstehen? Ich meine, wenn das wenigstens übersichtlich wäre oder so, ne? Ja, angezeigt werden die auch nicht. Doch scheiß dämlich. La la la. 9 von 35. Hier unten ist garantiert nichts. Oder? Riesiges Tor. Klasse, klasse. Da wird ja irgendwo den unendlichen Treppenstegen, Laufgittern und so. Da hängen die alle rum. Ja, eine Minute noch. Also Heli-Landeplatz auf andere Seite. Scheiße. Wer denkt sich sowas aus? Das ist ein gutes Training. So, jetzt schön nuklearen Sprengkopf zünden, alle auf einmal erwischt. Gerne. Ja, tatsächlich, die ganzen Stege sind voll damit. Den Weg finde ich noch nie im Leben. So, das heißt, wir machen wieder eine Mission. Naja, ist mir egal. Ja, leck mich am Arsch. Interessiert mich jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich kack sowieso komplett auf die Nebenoption. Ich bin zufällig in der Nähe.
Das dauert mir auch alles irgendwie zu lange. So, roter Stab, Besatzungsmacht, Unterstützung, Engel mit gebrochenen Flügeln. Aha. Da rechts, ganz rechts in der Spalte, ganz rechts mit dem Häkchen, das sind anscheinend die Nebenmissionen, die während den Hauptmissionen noch stattfinden können. Oh, ich krieg schon Rückenschmerzen beim Zugucken. Roter Stab, das klingt doch nach meinem Hund. Ach so. Ja. Ich glaube, ich muss niesen. Please select a landing zone. So, da hinkommen. Ne, ich konnte es gerade noch abwenden. Sehr gut. Da trinke ich jetzt einen Schluck. Ah, sehr gut. Am besten kommt es ein bisschen schneller. Pequod. Ja. Gibt es eigentlich eine unwirtschaftlichere Version einer Base als mit einem Meer, wo man alles ein- und ausfliegen muss? Immer. Okay. Was heißt das X? Achso. Achso, okay. Nö, nö. Lass mal rein hier. Guck mal, Seitenwechsel habe ich gemacht. Aha, nicht schlecht. Stick nach unten. Den linken Stick. Schön. Ja, ist alles ein bisschen umständlich, finde ich. Also. Ach hier, wäre ich direkt da oben gelandet, dann wäre ich direkt beim Training gewesen. Naja, wissen wir für nächstes Mal. Aber bei so einem Schießtraining, wo auf der kompletten, unübersichtlichen Scheißbase da. Was, der Diamant, den ich gerade auf der Motherbase aufgehoben habe, ist jetzt angekommen auf der Motherbase. Wahrscheinlich habe ich den wieder fallen gelassen. Mission. Aha. Okay. Zeig mir also irgendwas an. Roter Stab. Ja, wieso ist denn da... Sind das nur so Gebiete? Er sieht ja toll aus, roter Stab.